Wir sind gestern 20 Kilometer durch einen dichten Busch gepirscht. Es war unmöglich, gestern einen Hirsch zu schießen. Wir hatten keine richtige Situation bekommen. Wir hatten zwar einen Hirsch vor, aber der war deutlich zu stark. Ein Geschäft auf 13, 14 Kilo Geweihgewicht. Da haben wir gesagt, okay gut, wir heute auf dem Morgenpirsch sind wir losgepirscht. Heute ist das Wetter optimal, neblig, leichter Nieselregen. Die Hirsche melden gut, auch wenn hier jetzt gerade wieder nichts zu hören ist. Wir sind losgepirscht, halbe, dreiviertel Stunde, gerade wo es hell worden ist. Und haben den Hirsch hier vorgehabt. Der kam auf einmal auf die Schneise rausgezogen. Deswegen war es auch unmöglich, den Schuss zu filmen. Es war einfach viel zu. Es ging viel zu schnell. Ich musste sehr, sehr schnell schießen vom Schießstock aus. Und ja, es war einfach, wie gesagt, unmöglich. Ja, das war einfach, was ein Erlebnis. Der Pirschführer, der jetzt gerade das Auto holt, beziehungsweise ein Auto holt, wo wir den dann hinziehen können am nächsten Weg. Ich schätze ihn auf 9,5 Kilo Geweihgewicht. Und ja, das ist genauso ein Hirsch, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe, für meinen ersten. Und ich denke, so kann man weitermachen, beziehungsweise wir schauen heute, dass wir eventuell noch, Stefan möchte ja auch noch einen Hirsch schießen. Und schauen wir mal, das Wetter, hat der Pirschführer gemeint, lässt zu, dass wir heute den ganzen Tag jagen können. Und ich denke, das passt. Ja, bald mein Zeit aus Rumänien. Ziemlich ruhig gerade, ne? Kein Brunftschrei, kein gar nichts. Hörst du was noch? Nee, ne? Der passt, hä? Der passt. Schau dir den hier schon. Mission 24 Ende. Super. Wahnsinn. Der dürfte 24 Enden haben, ne? So wie ich jetzt vorhin mitgezählt habe, war hat er 24. 12, 11, 11, gerade 24. Gerade 24? Unglaublich.
Stefan. Solche Hirsche fährt man nach Rumänien, ne? Weit man Zeit. So, wir haben heute unseren zweiten Tag in Rumänien. Wir waren gestern 20 Kilometer weit pirschen. Das Handy hat mitgezählt, das war echt unglaublich. Wir haben viele Hirsche gesehen, aber es ist halt relativ schwierig, an die Hirsche dran zu kommen, weil es ziemlich dicht ist. Und wir haben heute Morgen diesen Hirsch im Hochwald schon röhren gehört und sind aber irgendwie nicht dran gekommen und sind jetzt heute Nachmittag, es ist ziemlich trüb, regnerisch, aber richtig schwül auch, also es ist irgendwie ein komisches Wetter. Sind jetzt heute Nachmittag dann nochmal hergegangen und haben den Hirsch im Lager liegen gesehen. Ja, wir haben schon in der Früh gesehen, dass es ein richtig starker Hirsch ist. Also es ist ein gerader 24-Ender, das ist eigentlich unglaublich, was das für ein Hirsch ist. Er hat die 10 Jahre und ja, wir haben den Hirsch im Lager dann liegen gesehen. Sind angepirscht und der war einfach schon müde vom Morgen wahrscheinlich von der Trumpf und ist dann hoch geworden und dann konnte ich Gott sei Dank noch einen Schuss antragen und er lag im Feuer. Ja, besser geht's nicht. Das ist mein bester Hirsch bis jetzt. Ja, da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Unglaublich, was das für ein Riesenhirsch ist. Wahnsinn. Gerade 24 Ender, wir schätzen auf 10 Kilo. Plus. Schwergewicht, 10 Jahre alt. Top. Szenen, es war halt relativ schwierig zu filmen, weil man weiß halt nie, die Hirsche sind plötzlich hoch geworden oder man ist nicht drangekommen zu denen, weil es einfach so dicht ist. Aber jetzt hat es endlich geklappt. Und das ist eigentlich genau das, wofür wir hierher gefahren sind, um einen richtig starken, kapitalen Hirsch zu schießen. Und ich glaube, das haben wir erreicht. Wahnsinn. Irre, was das für ein Hirsch ist. Unglaublich. Unglaublich. Mentally is absolutely down. Scheiße, die Wand da. Der filmt schon wieder.